Was höheren Lagen. Und zwar 400 aufwärts. Was? Und ich mit der spreche. Guten Tag. Hallo, Michael, ist der Eli. Ich grüße dich. Hallo? Hallo. Ich grüße dich. Ich finde es ganz toll, dass du jetzt wieder Live-Sendung machst. Ich habe da mal noch eine Frage. Diese dritte Frage wegen dem Preisausschreiben. Was war das nochmal? Ja. Hallo, der Knack. Hallo, Micha. Wie geht's dir? Danke, Herr Dieter. Oh, das ist wunderbar, dass du wieder da bist. Da freuen wir uns. Wir freuen uns tierisch. Ja, sag mal, Michael, die dritte Frage. Was war das nochmal wegen deinem Preisausschreiben? Das würde ich auch gerne mal wissen. Das ist eine Geschichte, der Weltbürgergeschichte. Drei Fragen. Ja. Welches Land gehört diese Geschichte? Welches Land? Ja. Welches Jahr passiert und welche Leute schreiben diese Geschichte? Oder drei Fragen. Michael, da schreiben wir dir auch. Ja, wir schreiben. Weil wir beide sind ja meine größten Fans, weißt du? Und jeder in meiner Familie wird dir eine Postkarte schreiben. Nee, aber eine Person nur einmal, eine Leute geschrieben. Eine Familie, eine Leute. Person, nicht die ganze Familie. Nur eine Person, ja? Eine Person, wenn mehrere Leute es weiß, diese, wir machen eine Lotterie, es gewinnen ist nur eine Person. Eine Lotterie ist natürlich und das ist der ja, 16. November, Sonntag 22, sie weiß, diese Werke gewinnen. Dann? Nächste Woche. Nur trifft sie Karte oder? Ja, ich habe eine bis Sonnabend, Ende 15. Sonnabend, diese bis. Ja. 5 Tage habe Zeit. Sind Sie sofort, schreiben eine Karte und kriegen 200 Mark. Danke, tschüss. Herr Santos, guten Abend. Oh. Herr Santos, guten Abend. Also, wann ist dieser Losabend da nochmal, wann du die Lotterie ziehst? Aber das ist, sagte jetzt alles, sagte dir ein bisschen Fragen. Was frage ich jetzt? Wann ist das? Bitte? Das ist der 16. November, Sonntag, 22 Uhr. 16. November? Ja, nur eine Woche. Das werde ich schön anrufen. Und aber nicht anrufen, Karte schreiben. Ja, auf am 11. Ja, Santos, genau. Also, da kann man nicht anrufen am 11. November, oder wie? Nein, Karte geschrieben. Gut. Und zwar habe ich eine Frage, die sehen sehr gut. Scheiße, Mann. Richard Santos, guten Abend. Hallo, hier ist der Heli. Hallo. Richard Santos, guten Abend. Ja, schönen guten Tag. Hier spricht der Leo Tellersdorf. Ich wollte mal was ganz Wichtiges sagen. Und zwar, Türken raus, ne? Türken raus. Das war Deutsch. Verstehst du? Türken raus. Raus. Türken raus. Weiter? Deutsche rein. Auf einen Kanal rein, diese kommen die Deutsche. Nee, kannst du vergessen. Mehr. Das ist nämlich die Zeitung von letzte Woche. Jawohl. Verstehst du? Jawohl, letzte Woche kriegen. Genau. Jawohl. Dann wollte ich dich mal fragen, bitte. Ja, weiß ich nicht. Gut. Danke. Ja, bitte. Tschüss. Ich weiß nicht, diese Leute eine Bescheid machen für Zeitung. Movie. Fernsehwoche. Magazin diese. Ja. Und dann stehen eine nächste Woche ich. Nicht diese Woche, nächste Woche. Und dann ich kaufe 2,50 Mark. Aber. Hoi. Gestern. Eine Woche, Vorwärtswoche. Aber andere Leute sagen, nächste Woche. Oh, mein Gott. Michael Santos, guten Abend. Was, der Michael Santos?
Aber wie viel telefoniere den ganzen Tag du mit? Das ist das schade, mir alles so. Herr Santos, guten Abend. Ja, schönen Tag, Herr Santos. Ich sehe Ihre Sendung jetzt seit über einer halben Stunde und ich bin sehr begeistert, aber die Anrufer, die Sie beleidigen und so, das ist nicht gut. Also das finde ich wirklich nicht toll. Sie geben sich viel Mühe mit Ihrer Sendung und es sind sehr viele Idioten dabei, die bei Ihnen anrufen. Ich finde Ihre Sendung sehr gut. Herzlichen Dank, danke. Ganz kurz, mein Bruder will auch noch was sagen. Einen Augenblick, ja, bitte. Ja, bitte. Ja, Bruder? Hallo, hier ist der Henry! Das ist da möglich, dieses Mann. 100 Mal telefoniert. Mit Herrn Sanders, guten Abend. Oh, heute mit Kameramann! Oh, das ist oh, ja und Regisseur. Oh, Regisseur hast du auch. Jawohl. Und eine tolle Mütze hast du auf. Sieht toll aus. Dann, aber bitte nicht so viel selbe Leute, der muss warten. Wie? Mit Herrn Sanders, guten Abend. Ja, schönen guten Tag, Herr Santos. Hier ist Murat. Ich finde Ihre Sendung sehr gut. Danke. Und ich wollte fragen. Guten Abend. Ja, schönen guten Abend, Herr Santos. Oh mein Gott, das ist wie viel ich auf meinen Kopfschmerzen meine. Mit Herrn Santos, guten Abend. Mit Herrn Santos, guten Abend. Welche? Da hinten auf dem Foto hinter dir. Zu sehen, einmal den ganzen Tag. Das ist so ein komisches Zeichen. Welche komische dieses sehen Sie, U-Boot? Ja. Hunde. Ja, wo waren die? War irgendwo in Treptow, wie heißt denn da der Schuppen? War fast ausverkauft, aber leider nicht ausverkauft. War aber sehr gut.